Und nachdem ich dann eben operiert worden bin, bin ich eben aufgewacht und hatte auch das Baby hier, den Vincent, an meiner Brust und hatte das Gefühl, ich habe irgendwie nur 5 Atemzüge von ihm gehört und dann haben sie mir schon weggenommen. Herzlich willkommen zu einer neuen super frommen Folge. Ich bin Thomas Meierhöfer. Ist mal ein bisschen anderer Anfang. Diesen Film habe ich gedreht 2012. 5 Atemzüge Leben heißt der Film. Schwangerschaft, Geburt, kurz gelebt, paar Atemzüge. Und dann ist Vincent, ihr Sohn, zurück in den Himmel gegangen. 7 Jahre später hat mich interessiert, wie geht's ihr? Wie gestaltet sie ihren Alltag? Und wie lebt sie mit dieser Tragödie, die ja immer zum Leben dann dazugehört? Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich wusste nicht mal, was da läuft und was es ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen privilegiert. Der Podcast mit Thomas Meyer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung. Was weiß ich. Studiert noch Medizin. Ja. Leidet. Ich hatte im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht das war. Wir haben zurzeit den Captain Sharky-Modus mit meiner Tochter, die liebt den. Und die trinken doch immer ihr Gluglu, ihr Wasser. Dann wird die Tasse auf den Tisch geknallt und dann machen die... Ist das ein Kinderfilm oder Werbung? Das ist Kinderbücher und CDs. Ich mach Paw Patrol. Paw Patrol, echt? Oder? Ja, du bist auch der Held wahrscheinlich. Ja. Wobei es jetzt eher schon wieder langsam out ist bei meinen Kindern. Nee, meine Enkelin Minnie ist Sky. Fan. Mhm. Völlig klar, ne? Und Milo mit seinen 2,5 Jahren, der kann ja nicht ganz so gut reden, aber er kann Zuma, Rubble, Chase und wie sie alle heißen, ne? Ich weiß es ja nicht so genau, aber wie heißt der Spruch? Pass auf, ich sag dir es. Nicht sagen. Nicht verschwenden, wiederverwenden. Ich dachte, du meinst Paw Patrol, der Einsatz läuft. Ah, okay. Kathi, super, dass du hier bist. Ich muss mal kurz hier einen Film rausgesucht, damit die Leute mir glauben, dass es du bist. Weil das heißt wieder bestimmt, was ist denn das? Und, aber das gucken wir jetzt nicht. Nein, einen Film gucken wir nicht an. Ich sag nur, bitte ja. Bestätige, ja, ich war das. Ja, ich war das. Ich war jung und brauchte das Geld. Ich finde also ganz ehrlich, pass mal auf, ich schaffe das gerade hier so. Ist nur die Schärfe ein bisschen ver. Guck mal. Also, ich finde schon, da ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden. Also, du siehst halt cool aus. Seinerzeit aber auch. Kannst du mal kurz erklären, um was es in dem Film ging? Also, die wenigsten haben den Film gesehen. Sternenkind, ist das der richtige Begriff oder ist das falsch? Ich weiß es gar nicht. Ich dachte, Sternenkinder sind die Frühgeborenen oder so und in der Schwangerschaft sterben, aber ich kann auch sein, dass die nach der Geburt sterben, Sternenkinder sind, aber ich habe mich nie so mit diesem Thema so auseinandergesetzt, dass ich jetzt sagen könnte. Mit dem Begriff, mit, ne? Dem Begriff, und ich war auch, also ja, irgendwie, manchen Leuten hilft es ja, sich mit sowas auseinanderzusetzen und mir nicht. Was war da? Was ist genau passiert? Oder ganz kurz, 2-3 Minuten. Ist es also, okay, wenn wir drüber, kann man drüber reden? Ja, ja. Also unser Sohn ist nach der Geburt an einem Herzfehler gestorben, der nicht entdeckt worden war. Also es war sehr Seltenes und genau. Und ihr hattet überhaupt keine Ahnung, oder? Nee, gar nicht. Wir sind aus erstes Kind, du hast eh keine Ahnung von nichts und von was du wie machst und im Krankenhaus und wann. Und ja, und dann war er da und schwupps war er schon wieder weg. So, und ja. Als wir den Film machten, das war ganz kurz danach. Da ist man verständlicherweise völlig am Ende. Wie habt ihr die Zeit danach verkraftet? Ich meine, das sind jetzt 7 Jahre. 7 Jahre. Sprecht ihr noch von Vincent oder ist das eigentlich vorbei? Nee, das ist eigentlich dann schon wieder mehr Thema geworden mit den Kindern halt, weil wir den natürlich, also unseren, noch den Oscar, der ist jetzt...
Der kam einen Tag und zwei Jahre später als der Vincent zur Welt. Also der erste war am 5. Oktober 2011, Vincent, und Oscar am 6. Oktober 2013. Und die Annabelle, die kam am 22. September 2016. Genau, ich meine, gut, die versteht das jetzt noch nicht, aber der Oscar, und der redet oft und davon, und er hat auch mal gesagt, er hat geträumt, dass Gott den Vincent zudeckt. Okay. Und der redet, also mit einer Decke, oder? Ja, zum Schlafen gehen. Und der redet immer mal wieder so aus dem Zusammenhang. Ja, und ich habe ja auch einen Bruder und der ist ja im Himmel und so. Okay, das ist schon ein Schritt weiter. Also mich würde mal interessieren, wie seht ihr nach? Du bist nach Hause gefahren, ihr seid nach Hause gefahren. Und da stand ja im Prinzip alles bereit. Ja, unsere Freunde hatten das alles ins Zimmer gestellt. Also sie haben alles, was rumstand oder was vorbereitet war, in das Kinderzimmer und Tür zu. Ah. Also haben das für uns so. Und wie seid ihr damit klargekommen? Also reden oder Rückzug oder stürztet ihr in Depression, was ja alles durchaus passieren kann oder möglich sein kann? Also ich habe ja auch Lieder und Gedichte geschrieben, das hat mir ganz gut geholfen. Wir haben endlos viel Fernsehen geguckt. Das war was, wo ich mich immer dagegen gewehrt habe, weil mein Mann, der ist eher einer, der chillt beim Fernsehen, und mich hat das immer nur genervt und ich wollte mal Musik machen oder mein Buch lesen oder so. Aber ich habe mich dann da auch voll, also wir haben stundenlang zusammen vor dem Fernseher gehangen. Genetflixt. Das gab es damals noch also nicht. Aber das wäre was gewesen. Ne? Ah, okay. Ja. Ja, und dann, ja, ich habe versucht, wieder arbeiten zu gehen. Das ist dann natürlich schiefgelaufen, weil es war eine herausfordernde Stelle und wäre für einen normalen Menschen schon herausfordernd gewesen, aber in der Situation dann halt nochmal mehr. Und dann war ich auch erstmal krankgeschrieben und war zu Hause. Ja, und da wirkte über arbeiten und. Wann kam, also liefst du da durch die Wohnung und hast seinen Namen gerufen oder bist du raus ins Freie, in die Natur, um das irgendwie zu verarbeiten, oder hast du dich einfach in den Alltag gestürzt, um dann irgendwie wieder Tritt zu fassen oder Fuß zu fassen? Ich bin Holzhacken gegangen. Holzhacken? Das ist ja auch eine Form, oder? Ja, doch. Also ich habe dann, der Vermieter hatte im Wald so Holz rumliegen und so, und ich habe mir dann von denen die Axt geholt und gesagt, kann ich das bitte machen. Ich muss mich jetzt irgendwie abreagieren. Ja, ich habe mir die Haare abrasiert, das war ja auch so abrasiert. Und dann, selber? Ja, und dann aber war der Viktor nicht zu Hause und ich glaube, ich habe auch Wodka getrunken. Und die Story würde ich gerne hören. Du warst allein zu Hause. Kathi allein zu Hause und hast irgendwie die Schere genommen. Weißt du, wie man so einen Film kennt hier. Den Rasierer halt. Den Rasierer? Und der Viktor, der kam halt dann auch und der hat halt, das ist ja, das kriegt man ja allein nicht richtig hin, und der hat mir dann im Akt der Liebe die Haare richtig rasiert. Also dich sah, hat er dann gesagt, geht's noch? Oder? Nee, der hat das verstanden, der ist halt so, wenn ich das Guter jetzt Mann. Brauche und will, dann hilft er mir und macht, dass es ordentlich aussieht. Also du bist tatsächlich vor dem Spiegel gestanden und hast Oder war es im Wohnzimmer? Ja, ist irgendwo, und das natürlich allein haut es nicht so gut hin, und der hat mir dann noch geholfen. Hast du dich gefragt, ob das Leben sich noch lohnt? Mm-mm. Das habe ich mich nicht gefragt, weil also mein Leben nicht daran hing, ob ich jetzt ein Kind habe oder nicht. Also wir haben uns das schon gewünscht und so, aber gut, ich habe schon die ersten Tage im Bett gelegen. Gut, ich hatte auch einen Kaiserschnitt, ich war auch nicht fit und so, ne? Aber und habe da bis mittags im Bett gelegen oder so. Wie hast du gemerkt, dass so langsam wieder es heller wurde? Oder also, dass etwas du positiver in die Zukunft sehen konntest? Hat es lang gedauert? Also ich meine, was es Positives gehabt hat, war ja, dass ich wieder angefangen habe, mehr Musik zu machen, was zu schreiben und so. Und das ist ja schon was, was einem dann auch was gibt. Und ich dann auch versucht habe, mehr in die Richtung zu gehen auch noch mit Musik. Als du mit Oscar schwanger wurdest, was ging dann im Kopf ab?
Ach, ich glaube, das war eher so ein, ja, wir warten jetzt erstmal ab, ne? Da muss man jetzt nicht hier ausflippen und kann ja noch genug anderes schief gehen. Also klar, Herzfehler wird es jetzt erstmal nicht, wahrscheinlichkeitsrechnungsmäßig. Aber da war ich erst so, ja, okay, wir gucken erstmal. Hast du es ziemlich cool genommen oder hattest du wirklich auch immer Angst und Sorge, dass das jetzt auch zu Komplikationen kommt, dass es eine Totgeburt ist oder hast du das einfach gesagt, einmal reicht und das nächste wird? Nee, ich habe mir jetzt nicht die mega Sorgen gemacht, aber ich war jetzt auch nicht so, yay. Also schon mich gefreut, aber ich habe gedacht, nee, warte erstmal ab so. Hm. Aber wo dann auch ein Bekannter dann auch gemeint hat, so naja, also das, als würde ich jetzt nichts Gutes von Gott erwarten wieder, so, ne, was ja dann eigentlich... Wie ist dein Verhältnis seither zu Gott? Kann man da, kannst du drüber reden, oder? Im Film sagtest du, ich hasse ihn. Ja. Aber mit Erklärung, die da hieß, man kann nur jemanden hassen, wenn man jemanden lieb hat. Ja, also wir sind... Also ich würde mal sagen, es liegt an mir, dass wir jetzt nicht wieder dicker sind. Aber ich habe in der Zeit jetzt irgendwie, ist mir Jesus noch mal lieber geworden, weil der wurde ja auch von Gott verlassen, so, ne? Und er sagt ja auch, mein Gott, warum hast du mich verlassen, ne? Und sogar der wurde verlassen, wo Gott sich abgewendet hat von ihm, so, ne? Und wo ich dann sagen kann, ey, ja, Jesus, ne? Wir zwei. Ich meine, der war mir früher sowieso näher, einfach dieses Jahr mein Herr oder so. Und nicht so Gott der Vater. Aber jetzt halt eben nochmal so durch ein Leidensgenosse halt irgendwie noch. Also deswegen kann ich jetzt auch verstehen, warum es Jesus gibt und warum es ihn geben musste. Warum muss Gott sowas fabrizieren oder so eine Geschichte mit den Menschen machen? Einfach weil den verstehst du nicht und der ist so unbegreiflich und der kann machen, was er will und der hat seinen Plan und den zieht er durch und ist für einen Menschen vielleicht, wenn es jetzt nicht gerade so läuft, wie man es möchte, irgendwie ein bisschen grausam und trotzdem irgendwo auch eine Art von Sicherheit, dass man weiß, okay, Gott, der zieht es mit mir durch so. Aber trotzdem ist es für einen Menschen einfach, ich glaube, zu unbegreiflich und deswegen gab es dann den Jesus halt. Der halt wirklich dieses, man sagt ja mal Mensch geworden und so, das sind immer so diese Begriffe und so abgedroschen und ja, wer versteht es denn oder wenn du das jemand so sagst, aber jetzt kann ich es so verstehen, weil ich denke, ja, der war sich dafür nicht zu schade und mir jetzt in der Form ein Freund zu sein und ja. Also du hast deinen Glauben nicht irgendwie begraben mit Vincent? Das wäre ja auch schlimm. Also ich weiß ja, wo er ist und ich. Er wird ja auch zugedeckt von diesem Gott. Ja, ich habe auch gedacht, so wenn ich habe mal gesagt, so ja toll, wenn Gott unbedingt wollte, dass dieses Kind zur Welt kommt, warum oder wenn er diese Seele gebraucht hat oder was der Sinn war, warum musste er auf die Welt kommen und dann gleich sterben so ne? Und dann hat aber ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Hat gesagt, ja, aber dann wäre es nicht euer Sohn. Und das irgendwie hat dann gepasst und mir gereicht so ja. Würdest du sagen, dass es ganz wichtig ist in so Situationen, dass man eine Sinnfrage beantworten kann? Was hat Sinn? Was hat Sinn, ist ja für jeden irgendwie was anderes, ne? Ja, wenn man das einfach oft begegnet, dass man sich dann überlegt, das ist jetzt aus diesem oder jenem Grund passiert. Ja, ich glaube, das braucht der Mensch, um sich zu erklären und leichter oder dass es für einen leichter wird. Wenn du es dir erklären kannst, dann kannst du es vielleicht ertragen. Wenn du es nicht verstehen kannst, ja. Also ich glaube, die Sinnfrage, die ist für umsonst. Also es... Du kommst auf keine Antwort, wissen. Nee, ja. Und es muss ja auch keinen Sinn haben. Für uns als Mensch vielleicht, aber für uns, wir sind ja auch nur die Einzigen, die es schlimm finden, wenn einer stirbt. Für Gott ist das ja nichts. Das ist ja einfach, weil... Es gibt ja noch ein Leben danach und das ist ja dann erst das richtige Leben und ne, wo wir uns auch danach sehnen, wo ich sagen kann, ja genau, da läuft es dann so, wie es sein soll und nicht so verquer wie hier in der Welt, wo so viel schief geht und du dir oft denkst, nee, so eigentlich soll das so nicht sein und eigentlich sollen keine Kinder sterben und oder andere Dinge passieren. Der Oskar fragt mich auch ganz oft so, Mama, warum hat Gott die Menschen so gemacht, dass die was, warum hat Gott die Diebe gemacht?
Also was sagst du dann? Bösen Menschen, die so, oh. Dann sage ich ja, Gott, Oskar. Moment jetzt, wer? Der Gott hat uns halt so gemacht, dass wir uns entscheiden können, auch gut zu sein. Mhm. Und dann gibt es halt welche, die entscheiden sich halt falsch. Dagegen. Und die tun halt anderen Leuten was. Und wie reagiert Oskar dann drauf? Alles klar. Alles klar. Dann. Also fragt er nicht, warum hat Gott meinen Bruder genommen? Hat er noch nie. Hm. 6 ist er, 7. 5. 6, 7, 5. Sie hat nur einmal gefragt, ja, warum kann man denn dann die Füße von hier unten nicht sehen, von den Menschen, die im Himmel sind? Das ist clever. Dann hast du gesagt, du, das ist viel zu weit weg. Guck mal, das Flugzeug da oben, das ist auch klein und das ist noch weiter oben. Nee, ich habe dann, glaube ich, gesagt, wir können dann auch, wir haben dann Körper, wir können dann auch fliegen, wir können Sachen machen, die sonst nicht funktionieren. Aber der fragt dann auch, ob er da ein ganz schnelles Motorrad fahren kann. Im Himmel? Ja. Ja, gut, andere fragen, ob sie Fußball spielen können. Also von daher, für nee, das ist alles irgendwie klar. Als er sagte, dass er geträumt hat, dass Gott den Vincent zugedeckt hat, wie hast du dich dann gefühlt dabei oder empfunden? Ja, du bist schon erstmal ein bisschen erschüttert, so, ne, okay. Ich meine, es ist ja der Gott, den du sagst, der hier. Ja, 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 und dann habe ich auch gedacht, okay, ist das jetzt, soll mir das jetzt was sagen, so, ne, dieser kindliche Glaube oder auch, ich meine, ich bin jetzt keiner, zu dem Gott mit Träumen spricht, ne, weil es gibt's ja, ist ja so, viele Menschen in der Bibel oder auch so, ja, die. Soll vorkommen, ja. Ja, wo ich dann so denke, ja, warum soll der nicht, also das geträumt haben, warum soll ich ihm das jetzt nicht glauben und, okay, dann Gott, dann hast du ihm so einen Traum geschenkt und dann... ist träumst du von ihm? Von Gott oder von Vincent? Vincent. Mm-mm. Und dein Mann? Puh, hat er mir zumindest noch nie erzählt. Er erzählt mir nur seine Albträume. Da kam sowas nicht vor. Okay. Und wer ist Jesus so für dich? Du sagst, deine Beziehung ist nicht mehr Standby, würde ich sagen, oder? Ja, schon, weil ich mich nicht aktiv darum bemühe und weil ich weiß, mir könnte es besser gehen, wenn ich also mich nicht immer mir selbst überlassen würde. Und früher habe ich mich Gott überlassen und dann... Ah, okay. Warum machst du es nicht? Also, ja, weil es halt für mich so, das war halt, habe ich irgendwie so krass... Oder ich habe ja, das Schlimme daran ist ja einfach, dass Gott mein Gebet nicht erhört hat. Ich habe in dem Moment danach so oder gebetet, dass Gott den Vincent von den Toten auferweckt. Und das gab's und ich glaube daran und ich habe geglaubt und er hat es nicht gemacht. Und das Schlimme daran war nicht, dass ich, weil in der Bibel steht ja manchmal, wenn ihr nicht glaubt, und dann kriegt ihr auch nichts. Und ja, ich habe geglaubt und ich war keine Meeresvoge. Das heißt, mein Schluss war dann, du entscheidest, wen du hörst und wen nicht. Und mich hast du nicht gehört. Du hast einen Unterschied gemacht. Und das ist das, worauf ich nicht klarkomme. Bis heute nicht. Ja. Weil ich habe den ja erlebt, ich habe so viel erlebt und ich weiß es, was der kann und wer, also was heißt, wer ist, ist anmaßend, aber ich habe eine Ahnung davon gehabt, wer ist und wer Gott ist und was Gott kann und was er kann und was möglich ist. Deswegen, das war halt so dieses, also das nehme ich persönlich so, ne? Hm. So wie wenn das ist ein sehr banales Beispiel, wenn du als Geschwisterkind nicht das kriegst von deiner Mama wie deine Schwester. Hm. So, und eigentlich könnt ihr das Gleiche von ihm erwarten, weil die Mutter ist. Und beide haben danach gefragt, aber nur einer kriegt's. Deswegen ist es jetzt ein hinkender Vergleich, aber vielleicht kann man es ein bisschen... Oh, ich finde den Vergleich gar nicht schlecht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass... Also ich will mich da überhaupt nicht überheben oder so, denn das, es wäre einfacher, wenn ich sagen könnte, ich habe nicht genug geglaubt oder Gott gibt es nicht oder so. Das wäre einfacher gewesen. Mh. Vielleicht gehe ich da zu sehr mit der männlichen rationalen Einstellung ran. Ne? Wieso, was sagt der Mann in dir? Der Mann in mir sagt, es ist passiert, Gott war dabei, ich verstehe es nicht,
weiter. Ne? Also es hätte auch sein können, ich sage, das war's. Hm. Weil ich unser Kind in der Hand habe, im Arm habe. Und das muss man ja beerdigen. Oder wie war das bei euch auch wahrscheinlich, oder? Ja, da musste noch, wir haben den dann noch in Köln aus der Pathologie geholt, weil wir haben ja eine Obduktion machen lassen, weil ja keiner wusste, was da jetzt falsch war. Und dann sind wir mit so einem Minisarg dann nach Darmstadt zum Bestatter. Ja, und dann musste da noch hin und dann musste da noch, musste dir noch so einen Liegeplatz aussuchen da. Fährst du da ab und zu hin? Ja, das ist ja da, das ist sogar in dem Stadtteil, wo die Schwiegereltern wohnen und wo ich in meiner Studienzeit gewohnt habe. Aber für mich war das noch nie wichtig. Also ich habe das eigentlich schon fast, wo ich so dachte, ja, eigentlich ist es für die Angehörigen oder ich weiß, meine Mama, war es wichtig oder... Aber jetzt ist es immer nur ein Kampf, wer sich dann da kümmert oder irgendwas. Ne? Und ich habe auch schon drüber nachgedacht, das aufzulösen. Ich weiß jetzt, ich muss mich mal erkundigen, wie lange man das... Und da gibt es ja auch so Ruhezeiten, Mindestruhezeiten. Und wir haben jetzt auch keinen Grabstein. Wir haben von einem befreundeten Bildhauer, dem Simeon Decker, so eine aus Holz was machen lassen. Aber es ist auch so eine Sache, ich hätte das gar nicht... Mir hätte ein Kreuz gereicht, aber alle anderen... Und habt ihr jetzt schon was und macht ihr... Und also einfach, manchen Menschen ist es wichtig, und einen schönen Ort zu haben, wo man hingehen, den man pflegen kann, wo man, ich war da schon ein paar Mal und ich habe auch letztens zum Oskar gesagt, wenn du willst, gehen wir da mal das nächste Mal hin, können wir eine Blume pflanzen oder so, ne? Und er sagte? Ja, also der hatte nichts dagegen. Und, also ich will ihm das jetzt praktisch nicht verwehren, nur weil es mir nichts bedeutet, aber für mich ist das einfach tote Erde und mein Kind ist bei Gott im Himmel, da muss ich nicht da hinfahren. Und kann ich verstehen. Das, ne, also das war schon immer so, mein Vater ist gestorben, als ich 10 war und ich wollte auch nicht mit hin auf den Friedhof. Es hat mir nie irgendwas gegeben. Es kann Menschen was geben, keine Frage. Ich gehöre nicht zu denen und von daher ist es auch nicht schlimm, dass halt das jetzt in Darmstadt ist. Ich habe gedacht, okay, wenn wir es irgendwann auflösen, dann haben wir dieses schöne Schnitzerei, genau. Und das könnte man sich in den Garten stellen oder... Oder auch nicht. Ja, ist schon eine schöne Handarbeit und auch teuer, von daher einfach das Ding. Also ja, es wäre, glaube ich, auch vielleicht pietätlos für andere auch, das einfach. Also es sind aber schon wieder die anderen, ne, die da hereingezogen werden zur Begründung. Ja, also ich brauche es nicht. Es tröstet mich nicht und es ist nur ein Ding. Es ist Holz, das auch irgendwann verrottet. Du sagst, es ist, wenn ich das so höre, denke ich, es gab eine Beziehung und eine Art von Beziehung zu Gott vor Vinzenz Tod und eine Beziehung nach, die sich unterscheidet, ne? So generell. Sehnst du dich manchmal nach dem zurück, wie es war vorher, vor Vinzenz Tod? Also es gab eine Zeit, es gibt eigentlich drei Zeiten. Es gab eine so relativ kurz nach meiner Bekehrung in Darmstadt, wo ich ganz viel erlebt habe. Und dann sind wir hierher gekommen. Das war dann für mich 4 Jahre später. Und hier war das auch so voll, ja, so ein Einbruch, so ein Loch hier. Irgendwie so, ich muss weg von da, wo ich bin, von meiner Heimatgemeinde. Und habe mich da auch so ein bisschen auflaufen gefühlt. Ne? Mein Mann geht hier zur Bibelschule, gut, ich gehe jetzt arbeiten. Und das war für mich schon das Erste, wo ich so dachte, oh Gott, was mache ich hier überhaupt? Und, ne? und also jetzt zum Beispiel denke ich, nach diesem Schicksalsschlag wäre jetzt die Chance, nochmal ganz neu durchzustarten. Also nochmal besser als jetzt auch jetzt vor Vinzenz, aber nach meiner Bekehrungszeit. Können wir sagen, seit du hierher gekommen bist, geht's stetig bergab. Vielleicht soll man ja doch mal die Location wechseln, ganz einfach. Hilft dir manchmal auch was. Ja. Also nee, wir haben uns jetzt letztes Jahr bewusst dafür entschieden, hier zu bleiben im Oberbergischen. Da war nochmal eine Situation, wo man sagen hätte können, okay, Break und wir gehen woanders hin. Aber dann habe ich wirklich drüber nachgedacht, okay, wie will ich leben, wo kann ich so leben? Und so wie hier auf dem Land kann ich... Die verabschiedet sich, ne? Die eine Speicherplatz voll. Die Speicherkarte voll, aber ist egal, ist nur die GoPro. Okay. Und die anderen ziehen hoffentlich ja alle weiter, ganz treu. Die Cracks ziehen weiter, die Big Points. Und ihr bleibt da. Ja, also weil ich... Würdest du sagen, dass sich deine Beziehung zu Gott verschlechtert hat, seit Vinzenz?
Das ist anders. Also es ist anders. Ich kann nicht sagen schlechter. Also man ist sich weiter entfernt und trotzdem, aber nee, ist nicht schlechter. Würdest du sagen, das fühlt sich falsch an oder unbefriedigend? Also es ist schon insofern unbefriedigend, weil ich weiß, dass es mir besser gehen könnte. Weil mit Gott ging es mir immer so, eben so, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt wieder viel mehr oder mache viel mehr mit mir selber aus. Ist das schwerer als vorher? Ja. Aber der Schritt irgendwie noch auf Gott zu ist auch noch gerade noch so groß. Was würdest du sagen, an was hängt der Schritt? Oder was müsste passieren, dass der Schritt auf Gott wieder möglich ist? Muss er das machen oder liegt das an dir? Mal ganz praktisch. Ja, in der Bibel steht ja, naht euch zu Gott, so nah, dass ich euch. Ne? Aber andererseits... Gut gekontert. Nee, ich glaube, vielleicht würde ich sowas, also wenn ich mir alles wünschen könnte, würde ich vielleicht so mir eine Entschuldigung wünschen, warum er mein Gebet nicht gehört hat. Oder vielleicht wäre auch eine Erklärung gut, warum dieses Gebet nicht... Ich meine, es kann ja auch sein, vielleicht habe ich viel zu abgehobenes Bild von meinem Glauben. Vielleicht habe ich viel zu hoch von meinem Glauben gedacht, wobei ich das nicht glaube. Wie kann man zu hoch denken? Ja, eben. Zu wundermäßig? Deswegen denke ich, nee, eigentlich nicht. Ne? Eigentlich, vielleicht einfach, dass ich dieses Gefühl nicht mehr habe. Er hat mir irgendwas vorenthalten, er hat mir so ein Wunder vorenthalten, ja. Mit welchem Gefühl oder welcher Einstellung guckst du nach vorne? Oh, gerade ist eigentlich so dieses Überleben als Mutter eher so im Vordergrund und ich auch noch einiges zu tun habe mit meinen Ponys und so und irgendwie auch gerade so ein bisschen aus dem letzten Loch pfeife, wo ich so denke, boah, ich schaffe das alles ab, obwohl eigentlich hat auch Gott mir das geschenkt und ich habe jetzt auch in den letzten Jahren, ich habe eine Fortbildung geschenkt gekriegt, die ich schon machen wollte, bevor ich gläubig war, wo ich gemerkt habe, okay, Gott hat mir was ins Herz gelegt. Also ich habe auch noch Wunder erlebt zwischendrin, 2014, eine Fortbildung für tiergestützte Pädagogik und die kostet 4.700 Euro und das wollte ich, deswegen habe ich soziale Arbeit studiert, das heißt um das zu machen, da ist 2003 habe ich da schon im Internet danach geguckt und auch nach dem Institut, wo es das gibt und dann war da so anforderungsmäßig ja abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium im sozialen Bereich oder Ergo, also so halt, ne, habe ich gemacht, dann habe ich gearbeitet, dann habe ich mein Kind gekriegt und dann dachte ich so, okay, jetzt könntest du eigentlich das machen, nur du hast kein Tier. Der zack, bumm, schenkt mir Gott ein Pferd, das steht hinter dem Haus, ja, wo jemand mir das dann für einen symbolischen Euro verkauft hat. Und den habe ich jetzt immer noch. Und dann dachte ich, okay, jetzt hast du ein Pferd, jetzt hast du was, mit dem kannst du es machen, aber die Fortbildung halt, ne? Dann hat mich eine Freundin drauf gebracht. Die für 4.700 Euro. Genau, und dann... ich musste mich schon anmelden und ich musste auch schon 300 Euro bezahlen, das habe ich gemacht und ich wusste nicht, wie ich die erste Rate, die war dann, glaube ich, 2-3 Monate später fällig von 1.200, also halt ne, so ein Drittel davon bezahlen soll. Das war für mich echt so dieses, und da gibt es ja auch dieses Lied da, dieses Oceans heißt auf Englisch, aber ich habe es auf Deutsch gehört, dieses, wo man halt auf dem Wasser gehen muss. Und ist nicht meine Liederwelt. Nee, meine auch nicht. Aber dieser Text war in dieser Zeit so voll so, oh ja, genau. Das ist wahrscheinlich diese Bibelstelle. Diese Ungewissheit, du führst mich da raus und, ja. Ne, und ich weiß nicht, ich habe gewusst, es ist jetzt dran, ich muss mich jetzt anmelden, ich weiß nicht, wo ich das Geld herkriege. Und dann waren die Briefe raus und dann war erstmal nichts. Ne? Und dann auf einmal kamen E-Mails oder Leute riefen mich an, ja, ich würde gerne die erste Rate übernehmen, 1.200 irgendwas Euro. Okay. Also dann fasse ich mal kurz zusammen als Außenstehender. Gott schenkt mir ein Pferd für einen symbolischen Euro. Er lässt dich diese Ausbildung machen. Wie lange ging die? Das waren 2 Jahre. Und die hast du erfolgreich absolviert? Mit einer 1. Mit einer 1. Ich wiederhole. Ich muss Lady hat eine 1. Hat eine 1. Ja, und wie heißt der Job? Also wie heißt der Berufsbezeichnung? Also ich bin Fachkraft für tiergestützte Pädagogik, weil meine Grundprofession eben Sozialpädagoge ist. Gibt zum Beispiel auch Therapeuten, die das einsetzen. Okay, lassen wir, weil das verstehe ich sowieso nicht. Aber was ich verstehe ist, dass ja dir offensichtlich Gott ganz schön den Himmel aufmacht. Ja, ich kann nicht sagen... Das beißt sich ein bisschen, ne? Widerspricht sich, aber das ist kein Vorwurf, bitte. Das fällt ja so auf. Nee, das weiß ich ja auch. Das weiß ich ja auch. Und Gott hat sich ja wieder bewiesen.
das war halt, was ich so, was zum Beispiel auch so eine Frage aufgeworfen hat, warum Gott ein konkretes Gebet nicht erhört und etwas, was in meinem Herzen ist, wo ich aber nie wirklich dafür, ich habe nie gesagt so, oh Gott, bitte schenk mir das jetzt oder ich möchte das unbedingt. Es gibt ein ganz, also das ist für mich so eine Erklärung, aber vielleicht wird auch typisch männlich. Das ist so eine Aussage, die Jesus trifft. Dein Wille geschehe. Das beten wir ja im Vater unser. Ich finde, das ist so, so weit, diese Aussage. Dein Wille geschehe, da trete ich ja zurück von meinen Vorstellungen. Das lässt sich leicht beten, wenn man sonntags in der Kirche und der Pfarrer sagt, die Gemeinde erhebt sich zum Gebet, dann stehe ich auf und dann betet man das Vater unser. Und dann kommt unter anderem dein Wille geschehe. Aber wenn ich überlege, boah, ich kenne den Willen ja gar nicht. Und doch ist es mir ja ein Wunsch, dass sein Wille geschehe. Ne? Aber da verabschiede ich mich ja auch ein Stück von. Das schon, aber das war auch das, was ich gemeint habe, dass Gott sein Ding durchzieht und trotzdem, er hat mich ja trotzdem beachtet. Das war genau. Ja auch diese Sehnsucht, die habe ich ja schon, das war ja noch bevor ich mit Gott überhaupt was zu tun gehabt habe. Ich und die Tiere und wir machen was mit Menschen oder für Menschen. Weil ich eben auch selbst erlebt habe, die bewirken was, mit denen kann man was machen, das ist kein Hokuspokus oder so. Ja, und das war noch bevor ich Gott kennengelernt habe. Also er hat mir da schon was ins Herz gelegt und der hat das dann mit mir weiter so weit gezogen, bis, ja hallo, ich habe nie gedacht, dass ich ein Pferd habe, jetzt habe ich noch zwei kleine Ponys da und so und auch ist das jetzt ein Arsch voll Arbeit, aber trotzdem. Ja gut, das gehört dazu, ne? Eben, und trotzdem denke ich, ja okay, das soll irgendwie so sein und es geht weiter und weil ich dann auch oft gesagt habe, ja, Gott hat mir das ja nicht geschenkt, damit ich mir diesen tollen Wisch an die Wand hänge und das war's, ne? Mit einem sehr gut drauf. Ja, mit, weiß gar nicht, ob das draufsteht. Wieso habe ich das gesagt? Das habe ich gesagt, weil ich damit unterstreichen wollte, dass es mir wirklich so ein Herzensanliegen war und es mich so interessiert hat, dass ich mich da so dahinter geklemmt habe. So, ich finde das cool. Echt. Also, es hat mir so einen Spaß gemacht und auch diese Wochenenden, da war der Oskar noch klein, der war anderthalb, wo ich das angefangen hat. Und diese Wochenenden, das waren 7 Blockwochenenden und 2 Blockwochen. Und dann halt noch die Prüfung. Und das war für mich wie so Urlaub. Ne? Ich bin da hingekommen, ich habe mir so ein Zimmer mit einer da geteilt, im CVJM-Heim. Ich durfte die ganze Zeit sitzen und die haben mir interessante Sachen erzählt. Wir haben auch so praktische Sachen gemacht. Die haben ja auch keiner schreit. Ja, und du kannst sitzen bleiben und du kannst nachts allein in deinem Bett schlafen. Und Also es war echt ein Geschenk. Ganze Zeit. Ich war echt traurig, als es vorbei war. Und ich habe immer schon gern studiert. Also ich habe immer gern was Neues gelernt, wenn es mich interessiert hat. Ne? Und da hat mich irgendwie alles interessiert. Ich wünsche dir echt, dass du das irgendwie auf die Reihe kriegst. Ne? Also, denn da passiert ja offensichtlich doch einiges. Gell? Und auch Schönes. Sehr Schönes. Ne? Und du hilfst ja dadurch ja auch. Du hilfst ja dadurch Kindern oder auch Erwachsenen? Allen, also du kannst in allen Bereichen der sozialen Arbeit kannst du damit tätig werden. Ne? Also ich habe das eine kleine Pony, so ein Mini-Shetty, das ist kleiner wie mancher Hund, angeschafft, weil ich dachte, okay, damit kannst du ins Altenheim gehen für Demente oder so. Zum Streicheln und. Ja, oder auch so Biografiearbeit, die haben ja so einen ganz anderen Bezug noch zu Nutztieren. Ne? Manche haben ja noch auf dem Bauernhof gewohnt, aber du kannst auch in den Kindergarten gehen, du kannst in Behinderteneinrichtungen gehen, du kannst mit irgendwelchen verhaltensauffälligen Kindern was machen. Das ist eine tolle Chance, ne? Das hört sich sehr gut an. Das ist halt nur die Frage, wie man es jetzt konkret so angeht, aber im Endeffekt, wenn Gott das jetzt bisher so gefügt hat, ne, dann geht es halt irgendwie dann noch weiter. Und der im Himmel Vincent zudeckt, schenkt seiner Mama ein Pferd und ich finde es schon sehr, sehr erstaunlich. Deshalb, die Zeit wird es zeigen. Ne? Ich habe noch 4 Fragen, Kathi. Mhm. Was würdest du sagen, hat sich in deinem Leben verändert in den letzten 5 Jahren zum Besseren? Mhm. Oh, ich weiß nicht, von wem dieses Zitat ist, aber das besagt so ungefähr, glücklich ist der, der wagt, das, was er liebt, mit Mut zu verteidigen. Und ich war immer eher so ein, ja, jemand ohne Meinung und so eher Duckmäuser oder ich habe mir zwar meinen Teil gedacht, aber ich hätte jetzt nicht was gesagt. Und jetzt so mit den Kindern irgendwie, hat mir doch als Mutter irgendwas in sich, was dann plötzlich rauskommt, ne, wo man dann sagt, hey, also klar, wenn es die eigenen Kinder betrifft, dass man schon mal für die auch eintritt oder so. Mhm.
Aber auch jetzt im Allgemeinen, also ich ich denke dann so eine Situation vor ein paar Wochen, wo wir in Darmstadt waren, und da habe ich gesehen, wie so ein Mann seine Tochter auf den Kopf schlägt an der Bushaltestelle. Also nicht einfach nur so, also ich kann es verstehen, wenn einer seinem Kind vielleicht auf die Finger schlägt, wenn's, ne, aber der hat wirklich so auf den Kopf gehauen. Ne? Und dann stand ich da so. Sag ich was, sag ich nichts? Ne, und früher wäre ich gegangen, und ich meine, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich meinen Hund noch dabei hatte, so ein Schäferhund, ne, dann dachte ich, okay, nee, wir gehen jetzt hin, ne, und dann habe ich halt gesagt, hier, er soll das lassen, sein Kind zu schlagen, auf den Kopf zu schlagen. Und der hat zuerst, das, also, der kam auch aus einem Kulturkreis, glaube ich, wo die Frauen nichts so groß sagen, ne, der hat mich zuerst gar nicht, also, er hat gar nicht gecheckt, dass ich ihn jetzt angesprochen habe, ne, und dann fing der auch an, ja, mit Gott und so, und der, man muss sein Kind ja züchtigen, also, ich glaube, das war so eher, also ein nordafrikanischer Hintergrund irgendwie so, und, und dann so von wegen, und ja, und ihr seid ja alle viel zu demokratisch, und dass der Staat sich hier in Deutschland ein, weißt du, so, wo ich dachte, okay, habe ich da irgendwie ganz einen Nerv getroffen, so, ne, irgendwie, und dann habe ich gesagt, ja, nee, aber ich habe auch Kinder, und klar gehen die ja manchmal echt auf den Senkel, und, ne, und die können auch nicht machen, was sie wollen, aber deswegen muss ich mein Kind nicht schlagen, ne, und das geht nicht so, ne. Klar, ich meine, ich weiß nicht, das wird jetzt auch nichts geändert haben, ne? Aber ich war für mich... Aber wo du ich dachte, hast was gesagt, ne? Ja, und für mich, das ist, was sich geändert hat. Früher, dann hätte ich mir echt irgendwie so, ja, noch danach vielleicht Gedanken gemacht oder mich halt schlecht gefühlt oder... Und das, ja, weiß ich nicht, ob es dran liegt, dass man dann Mutter ist, irgendwie, dass man dann einfach jetzt, ist mir scheißegal, ich... Ne? Klar, ich glaube, der Hund hat auch was ausgemacht. Also die, das ist auch so ein Geschenk übrigens. Ich wollte mein Leben lang einen Hund haben, meine Großeltern hatten Hunde. Ging halt irgendwie nie. Und dann letztes Jahr im Februar, und dann waren wir dann eben auch im Tierheim, und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob es der richtige Zeitpunkt ist, ne? Wir haben jetzt ein Haus, wir dürfen einen Hund haben. Ich habe halt Kinder, ich kann halt keinen Hund nehmen, der mega Auslastung braucht und so. Mhm. Ja, und dann haben wir da so einen Hund mit einem Rückenproblem, und da geben wir jetzt 3-4 Mal ein paar Ründchen, und das ist auch noch ein Pflegehund. Das heißt, ein Hund, der eigentlich sehr kostenintensiv ist wegen Medikamenten oder so, das übernehmen die auch, das könnte ich nicht tragen, so einen Hund. Und der passt super in die Familie, der lässt sich von den Kindern ja halb tot knuddeln und ist für mich halt auch so ein Ausgleich, ne, mit rausgehen und spazieren gehen. Ich glaube, wenn wir noch eine Weile weiterreden, Kathi, dann kommen noch mehr Dinge, die, wo du sagst, ich zitiere, da haben auch Gott was geschenkt, ne? Also oder da hat Gott auch das und das gemacht, ne? Ja, wollen wir noch ein bisschen reden, ne? Ja, also es ist nicht so, als nee. Passiert nichts, ne? Nee. Nächste Frage: Gibt es ein Buch, das du nicht nur zweimal gelesen hast? Und wenn ja, warum? Also ich muss drüber nachdenken, ob ich ein Buch schon dreimal gelesen habe. Kann schon sein, aber zweimal reicht. Zweimal reicht ja. Von Tom Wolfe. Back to Blood. Tom Wolfe ist ein amerikanischer Autor, mhm. Der auch zeitgenössisch schreibt. Ja, genau. Und ich mag das, wenn der so, ich habe schon ein paar von dem gelesen, einfach so, da geht es halt drum, wo ein illegaler Einwanderer, also der will nach Amerika einreisen und wird von einem Polizisten, also was heißt, gerettet, also der, weil der klettert auf so einen hohen Mast, und er will dann von der Brücke dann da holen und so, und auf der einen Seite von den einen wird er praktisch als Held gefeiert, von den anderen ist er der Arsch, der praktisch den der Staatsgewalt wieder zuführt, ne, und der hat selber so einen lateinamerikanischen Hintergrund und ja. Okay, sozialkritisch etwas, aber typisch, ja, Wolf, ne? Ja. Kommt auch, und thrillermäßig. Ja, also immer spannend und ja. Letzte Frage, Plakatfrage. Muss nichts mehr dazu sagen, oder? Riesenplakat in der, wie heißt der, der Ort, in dem ihr wohnt? Immeke. Immeke, was immer das auch ist, aber also, stellen wir uns mal vor, Darmstadt, ne? Ja. Vierspurige Ausfallstraße raus aus Darmstadt und auch natürlich rein, also 4+4 gibt 8, und links steht ein Plakat und rechts steht ein Plakat, und du kannst das eine Woche mieten und du kannst was draufpinnen. Wie würde diese Aufschrift lauten? Ja, weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, überlass dich nicht dir selbst, und dann unterschrieben von Gott. Überlass dich nicht dir selbst. Ah, Gott, das wünsche ich dir. Ohne jetzt anmaßend zu klingen. Hat es auch aufgenommen? Das wär's dann.
hinterlasst einen dicken, fetten Daumen natürlich nach oben, teilt und liked. Und wenn ihr jemanden kennt, der sich in ähnlicher Situation befindet, dann kopiert den Link. Nächste Woche, nächste Superfromm-Folge. Und bis dahin, bleibt oder werdet superfromm.